Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme zu Anno 1800. Ich bin Massis Gaming und ich freue mich, dass ihr wieder so zahlreich eingeschaltet habt zu dieser Folge. Ich habe hier gerade noch in letzter Sekunde, wo ich Aufnahme stoppen wollte, eine kleine Aufgabe bekommen von einem Herrn Willy. Also von dem guten Herrn hier, von dem Willy Wibbelsock. Oder Wibbelsock? Ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht. Ich würde sagen, Wibbelsock. Würde ich jetzt gerade sagen. Von hier habe ich eine Aufgabe gekriegt, und zwar einmal Treibgut aufspüren. Und Treibgut ist da ganz hinten. Ich sag mal so, mein Schiff ist gleich AD. Das ist nicht dein Ernst, oder? Mein Schiff ist gleich sowas von AD. Wo ist mein Schiff? Da. Ich soll da unten hin? Oh weh, scheiße. Ich muss hier echt unten hin, oder was? Ja, alles gut. Wie kann ich noch auf mein Schiff gehen? Weil der fährt ja jetzt hier hin, ne? Ich habe keine Ahnung, von wo mein Schiff kommt. Oh nein, da sind so viele Schiffe hier. Ich werde das so verkacken. Von hier müsste mein Schiff kommen, glaube ich. Nee. Von hier wird mein Schiff nicht kommen. Das ist das Ende. Das ist das Ende der Karte. Ja, das ist das Ende der Karte. Mein Schiff kommt von hier. Oh nein. Habe ich Kanonen überhaupt drin? Mein Beagle überlebt noch. Wahrscheinlich nicht mal lange. Mama, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich kann mit der Ollen einfach nicht handeln. Was ist das? Nein, ich will keine Ruhe einrichten. Kann ich auch mein Schiff? Yep. Ich muss mal gucken. Wo ist mein Schiff? Lebt mein Schiff noch? Existiert es noch? Alles klar, hier ist das irgendwo. Da! Okay. Es wird furchtbar. Wir haben da hinten Krieg, ne? Also da hinten sind ganz viele Schiffe, die... Habe ich hier überhaupt Kanonen dran? Also anscheinend schon. Ich hoffe, er macht einen großen Bogen. Ich muss nur ein bisschen Treibgut... Ja, er fährt da genau rein, aber... Oh nein. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Eine kleine Wundertüte. In der Wundertüte glaube ich auch langsam, ey. Fahr da bloß nicht rein. Er fährt auf jeden Fall direkt... Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Okay. Lass mich in Ruhe. Oh, hier sehe ich eine Insel. Alles klar, eine Insel wurde aufgedeckt. Sehr geil. Ich kann das mal von oben ein bisschen verfolgen. Ja, viel besser. Viel bessere Sicht. Oh nein. Piraten. Piraten! Okay. Eine neue Insel entdeckt. Da. Achso, warte mal, zack.
Hey! Wo ist das jetzt? Hä? Nimm das doch mit. Die Insel hier sieht nicht so beängstigend aus. Was meinst du? Sieht nicht so beängstigend aus. Was meinst du? Du bist aber großzügig. Na gut, nehme ich die Insel halt. Was habe ich jetzt gemacht? Ich hätte die Insel haben können, oder? Ich hoffe, die Berge greifen nicht an, sonst ist echt was los hier gleich. Das ist ja nicht meine Insel, das ist die vom Beryl. Ach, hier ist eine kleine Insel. Hier wäre auch Hopfen. Okay, warte mal. Tut mir leid, aber... Nein! Nimm mal hier, zack, das Boot. Und setz mal hier hin. Ist nur eine kleine Insel. Ich brauche hier nur ein bisschen Hopfen machen. Kann ich das? Darf ich das? Ich habe keine Ahnung. Das ist eine kleine Insel, aber der hat Hopfen. Paprika hat er auch. Traubenfrucht hat er auch. Kupfer, Zink, Stein und Eisen. Ja gut, okay. Warum fährt er nicht andersrum? Aber noch greifen die mich nicht an, ne? Ist irgendwie krass. Ja! Bau doch nicht hier... Nein, ich habe keinen Bretter und so mit, kein Stahl. 2500 unbewohnte Insel. Och Mist. Scheiße. Ja gut, okay, dann fähre ich erstmal zu mir nach Hause. Ich hoffe, er kommt auch nach Hause. Oh nein, die bauen jetzt hier oder was? Ich will da gar nicht bauen. Ich will nur hier nebenan bauen. Noch lässt die Frau mich in Ruhe. Das ist schon mal gut. Ich muss die auf jeden Fall gleich besiedeln, bevor das jemand anders macht. Muss ich Stein, Ziegel und Stein mitnehmen. Unbesiedelte Insel. Da ist Hopfen drauf. Weil es will ja keiner mit mir handeln. Also muss ich die ja besetzen, die Insel. Und da es noch keiner hat, ich hoffe nur, ich habe da jetzt nicht irgendwas gemacht. Geld habe ich auch, das ist mir egal. Geld kriege ich ja andauernd immer dazu. Schon fast über 3000, nee 2000. Also es läuft auf jeden Fall. Mit dem Geld, es läuft ziemlich gut. Bauern habe ich plus 2000, plus 3000 Arbeiter. Also die Geld einbringen, meine ich. War ein Einfluss, 190. Na gut, okay, mal gucken, wie viel ich da noch habe. Ne? Wo muss ich das denn hinbringen? Ich hab noch mehr, oder was? Stopp! Ja gut, ich muss ja sowieso zurück. Also von daher kann ich ja hier mal ein paar Holz und Eisen mitnehmen. Ich nehme auch noch ein paar Ziegel mit, falls ich da irgendwas brauche. Kann ich das da im Konto einlagern. Ich habe noch 20 Minuten Zeit. Das wird dann auch zur nächsten Aufnahme dann fähig werden. Und dann schauen wir mal. Okay, und hier habe ich noch ein paar Treibgutsachen. Eigentlich müsste mein Schiff umdrehen. Aber ich will erstmal gucken.
Das ist hier, naja, dem möchte ich nicht begegnen. Das, der ist mein Untergang. Guck mal, die kleine Insel, hier ist die Omara. Und hier unten, die kleine Insel, die will ich gleich bevölkern, weil die hat als einzige mit Hopfen. Ich müsste eigentlich mal die Inseln hier alle freischalten, aber habe ich auch noch nicht. Ja, Matze kommt zu seinem Hafen. Yay. Ich habe das Treibgut noch gar nicht von ihm gesammelt, ne? Weil ich bin da hinten noch gar nicht hingekommen. So, erstmal kurz mal was einfrachten. Itemsockel. Bretter brauche ich. Ja, und Stahl war das, ne? Brauche ich auch ein bisschen. Nein. Stahl brauche ich auch ein bisschen. Zack, hier ein bisschen rein. Und ich habe gesagt, Ziegeln will ich noch mitnehmen, ne? Genau. Ne, Ziegeln. Oder? Ne, Ziegeln nehme ich nicht mit. Brauche ich nicht. Gut, reicht schon. Jetzt gehe ich aber erstmal hier hin. Ich glaube nicht, dass er kommt. Spiegel, genau. Okay, mal erstmal hier die Route hin. So, jetzt müsste er unterwegs sein. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Nein, ich hoffe nicht meine. Das ist nicht dein Ernst. Er hat die Siedlung gemacht. Oder noch nicht? Oh, Gott sei Dank. Doch, der Gelbe hier. Wer ist das überhaupt? Und was hätte ich da drauf machen können? Oh nein! Ja gut, dann kann ich ja mit ihm gucken, ob ich mit ihm handeln kann. Scheiße. Hallo, alte Socke. Hallo, alte Sau. Hallo? Was bist du denn für einer? Hallo, alte Sau. Ja, finde ich ganz wichtig. Ist das mein Beagle? Jo. Bitte nicht. Ja gut, okay, das ist jetzt mein Pech, dass ich die Insel nicht bevölkert habe. Aber gut, dafür nehme ich die Kleine. Wenn ich da hinkomme. Spielstand gespeichert. Und wenn ich da bin, mache ich eine kleine Aufnahmepause. Oh nein, hier sind auf jeden Fall... Ich kriege gleich wahrscheinlich Besuch. So richtig Besuch kriege ich. Ich kann es mir halt vorstellen. Naja. Leb wohl, Schiff. Boah, bau da jetzt bloß nicht oder so. Okay, hier sind große Schiffe. Da bauen welche, oder? Auf meine Insel? Leute, baut dann nicht. Es ist meine Insel. Oh oh. Ich habe gerade Bomben gehört, oder? Ah ja, sind die Schiffe schnell. Bestimmt eine Fregatte oder so.
sind ja voll schnell. Guck mal an, ey, wie viel Fahrtgeschwindigkeit die haben. Nein, fahr erstmal hier hin. Nee, das ist die Barrel, oder? Nee, fahr dahin bitte. Fahr dahin. Tschüss. Dann baue ich jetzt mein Konto dahin. Ja, genau, das ist der. Das ist der kleine Hafen hier. Ja, das mache ich jetzt noch in der Aufnahme, obwohl ich eigentlich schon lange ausmachen wollte. Wenn ich da bin und das gemacht habe, dann werde ich da mein Konto hinbauen. Dann habe ich auch Hopfen hier. Hopfen und Malz ist hoffentlich nie verloren. Jawohl. Ich bin Prinzessin Xing. Wenn es nicht unhöflich ist, ich interessiere mich sehr für die Gebräuche in ihrer Welt. Ich interessiere mich sehr für die Geräusche in ihrer Welt. Du stehst nun schon eine ganze Weile am Anfang. Ja, ist auch richtig so, weil... keine Ahnung. Nein! Oh, okay, warte. Wo ist mein Schiff? Da. So, ich setze jetzt hier hin. Ich sag schon mal tschüss, bis zur nächsten Folge, wenn es so gefallen hat. Lass eine kleine Bewertung da und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu Anno 1800. Ich fahre jetzt einfach dahin und wir sehen uns dann in der nächsten Folge genau hier wieder. In dem Sinne, haut rein, bis denn und ciao.